Moin! Dies ist das wahrscheinlich 100. Video auf YouTube bezüglich wie kaputt Elden Ring nach Patch 1.04 ist. Schaut das Video bis zum Schluss, damit ihr den Zusammenhang versteht und was dieses Video von all den anderen Videos draußen unterscheidet. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über ein Like freuen, das supportet mich unglaublich. Es geht los nach dem Intro. Wer es noch nicht mitbekommen hat, für Elden Ring kam ein neuer Patch raus, Patch 1.04. Was dieser Patch enthält, zumindest das, was in den Patch Notes steht, dazu habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch jetzt oben rechts. Und was ihr nun zu Patch 1.04 zusätzlich wissen solltet, das erfahrt ihr jetzt. Jeder macht derzeit Videos über den Patch 1.04, wie kaputt Elden Ring nun ist, dass es unspielbar ist, dass es sogar das Ende von Elden Ring wäre. Absoluter Quatsch. Es gibt derzeit drei versteckte Änderungen mit dem Patch 1.04. Eine Änderung davon ist ein Feature, was einige auch noch nicht so ganz verstanden haben. Und zwei davon sind Bugs. Zuerst sprechen wir über den grauen Teil eines Boss-Lebensbalken. Ich habe hier mal irgend so einen Low-Boss angegriffen. Und wie ihr seht, er hat hier an dieser Stelle einfach einen grauen Balken. Viele dachten, dass aus irgendeinem Bug heraus nun dieser versteckte Gleichgewichtsschaden angezeigt wird. Aber das ist was ganz anderes. Der graue Balken ist nichts anderes als ein Teil einer Lebensleiste, die nicht mehr gefüllt werden kann. Wenn ihr zum Beispiel mit, wie in dem Video, mit diesem schwarzen Dolch angreift oder auch schwarze Flammen, verbrennt ihr sozusagen einen Teil der Boss-Lebensleiste. Diese kann nicht mehr gefüllt werden. Zuvor wurde dieser Balken nicht angezeigt und es war sehr schwer zu predikten, wie viel Leben man denn nun wirklich abgezogen hat. Das ist nun mit diesem Feature etwas leichter. Ein Bug, der momentan die Runde macht, erkennt ihr den Bosskampf gegen Malenia. Sie konnte sich ja heilen, indem sie euch Schaden zufügt, beziehungsweise zumindest mit dem Schwert trifft. Aktuell ist es leider so, dass wenn ihr es schafft, richtig auszuweichen, dass sie sich trotzdem hochheilt. Ähnlich wie mit einem blutigen Katana zum Beispiel, dass wenn ihr vorbeischlägt, dass trotzdem der Blutungsstatus hochgesteckt wird. Dazu konnte ich leider keine Aufnahmen anfertigen. Ich habe auf allen meinen Charakteren Malenia bereits gelegt und ja, bei zwei von denen, da bin ich bei weitem noch nicht so weit, dass ich da überhaupt einen Kampf versuchen kann. Aber zur Erklärung wird das ja reichen. Der zweite Bug ist ein, ja, sehr ärgerlicher Bug für die Leute, die Bosse, ja, wirklich legitim besiegen wollen. Es gibt derzeit den Fehler, dass wenn Bosse, darunter zum Beispiel der Feuerriese oder diese Duo-Götter-Skype, in einen Phasenwechsel reingehen, also zum Beispiel in die zweite Phase gehen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sie einfach automatisch sterben. Zumindest, so wurde es bisher mal gesagt, wenn man mit Frost- und Blutwaffen angreift. Das konnte ich bisher auch soweit proven, das stimmt. Einmal hat er nach der Cutscene einfach ein bisschen Schaden bekommen und einmal wurde er komplett weggeone-shottet. Ich gehe mal davon aus, dass es aufgrund eines Bugs mit den Statuseffekten kommt, dass irgendwie dieser Frost- und Blutungsstack irgendwie während der Cutscene irgendwie weiter hochgestapelt wird. Aber wie genau, das weiß ich nicht. Wie könnt ihr das umgehen? Spielt ohne Frost und ohne Blutung. Als ich das gemacht habe, hatte ich da keinerlei Auswirkungen gespürt. Ansonsten wartet einfach ein bisschen ab. Ich gehe davon aus, dass die nächsten Tage sowieso ein Patch kommen wird. Ich meine, sie waren bei den Problemen mit Radania ja auch super schnell unterwegs und haben direkt einen Patch rausgehauen. Vertreibt euch einfach ein bisschen die Zeit mit anderen Bossen und dann wird das schon. Wir machen jeden Tag Fehler. Hunderte. Tausende Entscheidungen täglich. Es ist nur natürlich, dass viele davon falsch sind. So lernen wir. Entwickler sind von diesem Fehler nicht befreit. Ändert ein Entwickler etwas in dem Programmcode, kommen auf einen Schlag hunderte Fehler auf einmal. Ein ordentlicher Teil davon sieht man noch nicht mal. Sobald die Fehler auffallen, müssen diese gefixt werden. Während dem Fixen kommen bei jeder Änderung neue Fehler hinzu. Das ist ein ewiger Kreis, bis man offensichtlich keinen Fehler mehr findet. Und dann wird der Patch veröffentlicht. Und nun kann es da trotzdem passieren, dass durch gewisse Umstände es doch noch zu Fehlern führt. Und genau das passiert mit den Patches. Die Entwickler gehen davon aus, yo, es passt alles
und dann auf einen Schlag, sie fügen noch eine Sache hinzu und auf einmal funktioniert wieder eine bestimmte Funktion nicht mehr. Und deswegen sind die Herren von From Software mittlerweile dran, das Ganze zu fixen. Das braucht allerdings seine Zeit. Entwickler sind Menschen wie ihr und ich. Wir stehen morgens auf, wir gehen arbeiten, kommen abends heim, futtern was, gehen schlafen. Die Entwickler brauchen Zeit. Und die geben wir ihnen. Denn wenn wir jetzt anfangen, Stress zu machen, von wegen Elden Ring ist tot, welches Spiel sollen wir jetzt spielen statt Elden Ring? Was könnte Elden Ring noch retten? Macht ihnen doch nicht so einen Stress, lasst die ordentlich ihre Arbeit machen, dann bekommen wir einen geilen Patch, der einfach mal funktioniert. Es ist definitiv nicht vorbei mit Elden Ring. Falls ihr jetzt irgendwie Sorgen hattet oder sonst was, das Spiel ist viel zu riesig. Das Spiel bringt viel zu viel Umsatz, als dass sie das Spiel jetzt einfach in die Tonne treten. Ich bin mir auch schon sehr sicher, dass schon einige DLCs zumindest mal im Brainstorming sind. Vielleicht auch sogar schon das Neueste, was eventuell bald kommt, schon in Vorbereitung ist. Also ihr könnt euch sicher sein, dass wir mit Elden Ring auf jeden Fall auf Langzeit noch ein sehr interessantes Spiel haben werden. Und dass wir uns nicht wegen einem Patch so viele Gedanken machen sollten. Im Patch 1.04 gab es einige sehr wichtige Änderungen. Das darf man nicht von der Hand weisen. Sie haben wichtige Exploits gestoppt. Sie haben massiv wichtige Balance-Updates reingebracht, Bugfixes und vieles mehr. Wenn ihr jetzt noch genau wissen wollt, was ich dort geändert habe, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich habe ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch nochmal oben rechts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.